Hey Leute, Kuro-Toki wieder am Start. Ich weiß natürlich, dass in letzter Zeit ja von meiner Seite aus jetzt nicht wirklich sehr viele Videos rausgekommen sind, aber ich muss euch aber direkt dazu sagen, ich habe einfach eine kleine Pause gebraucht und ja, die Pause ist jetzt vorbei und somit kommen auch wieder ganz normale Streams und ganz normale Videos wieder auf YouTube. Das heutige Video wird ein bisschen kürzer sein, weil dieses Video und Stuff, was wir hier sehen können, war halt relativ auch ganz kurz. Ihr könnt eh unten sehen, 8 Minuten und eine Sekunde ist es gegangen, also 8 Minuten kann man sagen. Aber das Wichtigste werde ich euch jetzt natürlich jetzt mal zusammenfassen. Als erstes fangen wir jetzt natürlich mit dem Chance-Time-Event an. Das ist jetzt auf jeden Fall vorbei, wie man sehen kann. Die letzten drei Zahlen wurden jetzt fertig ausgelost und ihr könnt auf jeden Fall sehen, Platz Nummer 3 hat die Zahl 52. Platz Nummer 2 hat die Zahl 98 und Platz Nummer 1 hat die Zahl 85. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, ich habe wieder mal gar nichts gewonnen, habe wieder mal, wie es aussieht, auf die komplett falschen Zahlen gesetzt. Aber ich hoffe mal, dass wenigstens ein paar von euch gewonnen haben. Also, jetzt kommen wir zum nächsten Thema und das sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen interessant aus. Für den einen oder anderen vielleicht nicht so interessant, aber diese fünf Charaktere, die man jetzt sehen kann, gegen die haben wir oft in der Story gespielt. Die kommen jetzt als Free-to-Play-Version zu Dragon Ball Legends und ja, es wurde jetzt nicht unbedingt gesagt, ob das Extreme-Chars sind. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es keine Sparking-Chars sind. Von der Logik her sage ich mal, sie werden Freezer Force buffen. Muss natürlich nicht sein, aber ich meine, was sollen sie denn sonst buffen, jetzt ganz ehrlich. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es einfach so wie das Ginyu-Event sein wird oder wie sie das Superkämpfer-Event, welches wir im zweiten Anime hatten. Da konnten wir sie, glaube ich, auf 3 Sterne oder so farmen und das war es dann auch schon. Und viel mehr kann man jetzt zu dem Thema jetzt eigentlich auch nicht sagen, weil, ja, das ist das Einzige, was sie uns dazu gesagt haben. Weiter geht es jetzt mit dem Legends-Pass. Falls ihr es mitbekommen habt, solche Data-Miner haben ja herausgefunden, dass so ein VIP-Pass in Dragon Ball Legends eingeführt wird. Und ich denke mal, dieser VIP-Pass ist jetzt einfach dieser Legends-Pass. Hier geht es jetzt darum, dass man diesen Legends-Pass eben monatlich kaufen kann. Wie viel das Ganze so kosten wird, das weiß man jetzt nicht. Aber ihr könnt schon mal sehen, welche Vorteile wir haben werden, falls wir diesen Pass hier besitzen. Das Einzige, was ich noch dazu sagen kann, diesen Pass wird es erst ab August geben. Also für Juli gibt es das noch nicht, aber erst ab August. Dann kommen wir zu dem Charakter, beziehungsweise zu dem Legends Limited Charakter, den keiner erwartet hat. Ich meine, Leute haben spekuliert. Evo Vegeta, Full Power Jiren, Super Saiyan 3 Goku von dem Tapion Movie, Dragon Ball Hero Chars. Und ja, dann kam auf einmal ein Final Form Freezer. Keine Ahnung warum. Ich denke mal, Lineage of Evil Fans oder Freezer Force Fans wird das auf jeden Fall freuen, aber ja, ich gehe jetzt nicht wirklich stark davon aus, dass hier sehr viele Leute pullen werden. Ich für meinen Teil werde den Banner komplett skippen, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, weil das lohnt sich überhaupt nicht. Man könnte sagen, wenn er mächtiger Feind buffen würde, dann könnte es sich für mächtiger Feind eigentlich lohnen, weil die schon irgendwie langsam immer stärker und stärker werden. Aber ich würde sagen, spart lieber eure CC, weil ihr habt auf jeden Fall gehört, wir bekommen ja dieses neue Pity-System, welches jetzt nicht so optimal umgesetzt wurde. Und aus dem Grund wird es auf jeden Fall viel wichtiger sein, jetzt CC zu sparen. Und hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit zu sparen, weil, ja, wie schon gesagt, keine Ahnung. Ich würde den auf jeden Fall skippen. Und zum Schluss kommen wir zu dem letzten Thema. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, das könnte PvP komplett verändern. Wirklich. Also nach diesem Update hier, nicht das morgige Update, keine Sorge. Zu dieser Änderung wurde gesagt, es wird ungefähr am Ende des Jahres erst stattfinden. Ne? Aber wenn diese Änderung stattfindet, dann kann es schon sein, dass das PvP-System komplett auf den Kopf gestellt wird. Hängt natürlich komplett wieder mal von der Umsetzung ab. Bin ehrlich mit euch, ich bin jetzt nicht der größte Fan von dieser Veränderung, wenn sie mal kommt, weil, wie gesagt, ist es noch nicht da. Weil es wurde ja ausdrücklich gesagt, dass dann immer so neue Chars immer den besten Buff haben werden und die dann so richtig schön im Rampenlicht stehen können. Und als Free-to-Play-Spieler und sogar Casual-Spieler, sage ich jetzt mal, wirst du ja nicht für jeden einzelnen Charakter pullen. Also kann es schon natürlich sein, dass dann die neuen Chars, wenn sie mal rauskommen und du sagst, ja, ich skippe den jetzt, trotzdem sehr oft im PvP vorkommen werden und die dann einen enormen Vorteil gegenüber deinen Chars haben werden, weil deine Chars zum Beispiel nicht den besten Tier bekommen, weil eben die neuesten Chars da sein werden. Aber wie schon gesagt, hier hängt es dann wieder komplett davon ab, wie stark diese Buffs sein werden, die in verschiedenen Tiers aufgeteilt werden. Weil wenn diese ganzen Buffs eh eigentlich nur minimal sein werden, dann wird es eigentlich eh kaum einen Einfluss ins PvP haben. Seien wir auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze umgesetzt wird. Eine genaue Zeit haben wir nicht von denen bekommen. Wie schon gesagt, am Ende des Jahres wurde gesagt. Und dazu wurde extra noch einmal hoffentlich auch gesagt. Also es würde mich nicht wundern, wenn es auf einmal erst nächstes Jahr sein würde oder so. Also Leute, das wäre jetzt die ganze Zusammenfassung gewesen. War ja auch ein kurzes Video und Stuff, muss man dazu sagen. Somit wäre es auch von meiner Seite aus gewesen. Hoffe auf jeden Fall, dass wir uns beim nächsten Stream oder beim nächsten YouTube-Video wiedersehen. Also Leute, und ciao!